Südkorea-Interview mit Magdalena Oeschger aus Niederhof vom Team Centurion Follow Me. Sie wurde heute Zweite beim Waldhaus Bike Marathon. Magdalena, zufrieden? Ja, auf jeden Fall. Ich habe absolut nicht mit der Zeit gerechnet. Ich habe mir vorgenommen, dass ich 2 Stunden fahre und ich bin jetzt 1,50 gefahren. Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Zweiter Platz, das hättest du nie vorher gedacht? Nein, absolut nicht. Ich bin so an Start und dachte, ach, bist du überhaupt fit genug, hier mitzufahren? Und ich habe nicht damit gerechnet und dann bin ich auf einmal auf eine Frau aufgefahren, kurz vor dem letzten Anstieg. Und dann habe ich einfach versucht, immer weiter zu fahren und mich von ihr zu distanzieren. Und das ist dir noch gelungen, das war dann die Drittplatzierte, die du an der letzten Steigung, glaube ich, geschnappt hast. Genau, von Unteralpen hoch. Und ich wusste auch nie, wie weit sie weg ist und deswegen habe ich nochmal alles gegeben. Aber du wusstest, dass die erste weit weg ist, die ist da mit einem Vorsprung von über 10 Minuten ins Ziel gekommen, die Frau aus Neuseeland? Ja, also ich wusste, dass ich da keine Chance habe. Es hat mich sogar schon gewundert, dass ich auf Platz 2 liege. Ich habe wirklich damit nicht gerechnet. Dann herzlichen Glückwunsch und ich denke, das war nicht das letzte Mal, dass du hier in Waldhaus am Start warst. Nein, auf jeden Fall nicht. Dankeschön. Danke.